ist der Startschuss gefallen. Schülerinnen und Schüler Klasse B. Knapp und 1,30, aber da sind sie auch alle schon draußen. Und ich schaue nach den Nummern. Mit der 147, das war die Noemi Müller. Und die 139, Amelie Banke. Jawohl. Und raus auf die Strecke mit der 131, der Meile aus Riedlingen. Wow, der geht mit Vollkaracho raus. Jawohl. Und mit der 128, die Johanna Maybrunn. Das ist der Benny Hausmann von der CSG. Und mit der 150, Anton, der will es nochmal voll wissen. Auf Juli, hopp, 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 super. Bahn Nummer 3 vorneweg, das ist Nico Mutschewon, ehemaliger moderner Fünfkämpfer, also er kennt sich aus mit Schwimmen, mit Laufen, mit Reiten, mit, der hat sie hier rangemacht und will den Nico ein bisschen ärgern, also im Wasser sieht es schon ganz gut aus, bin mal gespannt, wie er auf der Laufstrecke dann noch mitkommt. T-Shirts drüber, da hat man alles am Mann, Schuhe an, Nummer an und raus. Mit der 60, Martin Fehrwang aus Mössingen. Wirklich nochmal richtig aufgedreht in der letzten Runde. Aber Nico ist auch immer besser ins Rollen gekommen und hat hier das Ding eingetütet. Obwohl ich wusste, dass er gut schwimmen kann, im Läuferisch auch noch was drauf hat. Aber nicht ganz geklappt. Aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, das ist eine Ansage, vielleicht nächstes Jahr. Der Nico hat sich extra viel Zeit gelassen in der Wechselzone, hat sich die Socken angezogen, die Schuhe gebunden, Höschen drüber noch. Muss ja alles sein. Gesundheit geht vor, sagt er, da hat er recht. Ich finde es klasse, dass ihr da wart und einfach mal mitgemacht habt. Das zeigt wirklich, Swimmen Run ist ein Wettkampf für alle, für Groß und Klein, für Jung und Alt, für Läufer und Nichtläufer, für Schwimmer, für Triathleten. Mit der Nummer 25, Sascha Rehm. Freddy Hennes kommt hier jetzt in den Siegkanal. Applaus für den Sieger des ersten Reutlinger Swimmen Run. Auf geht's, Freddy. Herzlichen Glückwunsch, Freddy Hennes, souverän den Top 10 mit der Startnummer 29, Simon Schlichenmeier vom Team S hoch 2 und Stefan Burkhardt von Esslingen, die Nummer 45, Michael Wagner und hier die erste Dame, Katharina Heid.
Bei den Damen gibt es einen Doppelsieg. Bettina Haas wie ihr Sohn Michi auf Platz 2 hier. Sparkasse ist ja ein großer Förderer, was Sport und so weiter anbelangt. Wie ist da die Ausrichtung? Ja, absolut. Also es ist unser Selbstverständnis, hier in der Region zu fördern, soziales, kulturelles, aber auch sportliche Events. Und insofern sind wir nächstes Jahr gerne wieder dabei. Das ist ein Wort, das nehmen wir so gerne mit. Also auch bei der Kreissparkasse Reutlingen wird nachhaltig gearbeitet, wird hier der Nachwuchs gefördert, der Sport, natürlich auch die Kultur. Aber es muss natürlich beides irgendwo reinpassen und es muss beides betrieben werden. Das sehen wir die nicht auf der Kurzdistanz, sondern auf der Mitteldistanz. Ich habe gewechselt und mache jetzt ein bisschen längere Wettkämpfe. Länger heißt dann Mitteldistanz. Was sind das für Distanzen? Das ist 2 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen. Okay, also ich denke, für viele heute hier ist das sicherlich auch mal das Ziel, auf diese Distanzen sich zu wagen. Heute leider nicht am Start. Warum? Ja, ich habe am Sonntag einen Wettkampf und deswegen hat es jetzt trainingstechnisch nicht so richtig reingepasst. Aber ich bin ja jetzt da und werde die Siegerehrung machen, freue ich mich total. Das freut uns natürlich auch. Also wir haben dich ja jetzt schon 3 Wochen hier mittwochs am Start gehabt beim Schülertraining. Hast du vielleicht das eine oder andere Talent gesehen 2028 in weiß Gott nicht wo, Olympia? Oh, ich glaube, da sind ganz schön viele rumgesprungen. Ich glaube, wenn jeder einfach so mit der Freude und dem Spaß und dem Ehrgeiz dabei bleibt, wie es war, dann kommt da ganz schön viel dabei raus. Ja, herzlichen Glückwunsch, Milika Pfister, Annalina Stell und Eileen Türk. Platz 1, Maurice Hinlanwo, Platz 2, Arne Leis und Platz 3, Paul-Jona Achtelig. So, also Platz 1 Alexandra Heid, Platz 2 Julie Koch und Platz 3 Verena Wolf. Aber hier jetzt in der Altersklasse Merle Hansen-Müller, Platz 1 Lilly Freund auf Platz 2 und Sarah Röhm, Platz 3. Platz 3 Sandra Strickert, Platz 2 Monika Hegele und Ann-Kathrin Frick. So, das Podium ist komplett. Steffen Holder ganz oben von der SG Dettingen, Platz 2 Peter Meierlin und Platz 3 Walter Ehrlichmann. Und wir holen gleich dazu noch den Tagesschnellsten und den Ehrenpreis. Freddy Hennes vom VfL Pfullingen, 19:09. Nur 2 Mann heute unter 20 Minuten. Freddy Hennes in 19:09 und Michi Haas in 19:45. Macht weiter so, trainiert schön, bleibt gesund. Adios.